Zum ersten Thema, Mind Control. Mind Control, was ist denn das? Wieder so ein neuer Stern am Himmel. So ein neuer Begriff, der irgendwie plötzlich im Horizont, im Firmament des Weltenmeeres irgendwo auftaucht. So ähnlich wie New Age seinerzeit. Kein Mensch wusste, was das ist. Plötzlich sprach alles von New Age. Oder von Chemtrails oder Klonen. Wir haben so viele Begriffe hinter uns, die irgendwann neu auftraten. Was ist nun wieder? Mind Control, wieder was Neues. Erstaunlich bei Mind Control ist, dass es schon weltweit ganz große Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. USA, Japan, Europa, mit wenigen Ausnahmen geschieht Mind Control, geschehen Dinge im Zusammenhang mit Mind Control, die so gewaltig sind, dass wir eigentlich genauestens darüber Bescheid wissen müssen. Aber wir wissen nichts. Ja? Nur ein Beispiel, in den USA sind Patente erlassen worden, die erlauben, via Mind Control Kontrolle über die Menschheit auszuüben, die buchstäblich die ganze Menschheit betrifft. Solche Patente existieren und du sitzt hier und hast noch nicht mal eine Ahnung, was Mind Control ist. Warum das? Es gibt eine einzige Antwort, es ist fast eine Pauschalantwort, die wir hier immer wieder bringen. Weil die Medien es verschweigen. Dinge, die das ganze Volk betreffen, die ganze Weltbevölkerung betreffen, Dinge, die uns bedrohen. Wir haben in der Einladung geschrieben, unsere Gedanken sind nicht ganz so frei, wie wir immer dachten. Ja? Zunehmend werden wir gezielt manipuliert, gesteuert und für gefährliche Zwecke missbraucht. Die Frage, die wir an der AZK stellen, die wir beantwortet haben möchten, die auch Frau Dr. Raunig-Hilde uns beantworten wird, ich darf Sie nach oben bitten, ist, für welche Zwecke, für wen werden wir missbraucht? Wer macht denn da was? Was ist denn eigentlich Mind Control? Ich möchte zu Frau Dr. Raunig-Hilde aus Finnland einige Daten sagen, währenddem sie hochkommt. Sie wird uns darüber aufklären, was die Medien versäumt haben. 1939 geboren in Finnland, die Frau eines norwegischen Diplomaten. 1967 Doktortitel in Turku, in der Turku-Universität in Finnland. Sie hat 3 medizinische Fachgebiete studiert, also durchwegs wieder niemand, den man inkompetent schimpfen könnte. Sie ist in Finnland ausgebildet worden in allgemeiner Praxis, in Stockholm, in tropischer Medizin, in Schweden, in Sozialmedizin. Sie war Chefärztin in diversen Krankenhäusern und Ländern, unter anderem im Roten Kreuz gearbeitet. Sie hat in Finnland, Indonesien, Malaysia, Pakistan gearbeitet. Über 12 Jahre war sie medizinische Chefbeamtin von Lappland. Das würde man im übertragenen Sinn bei uns Gesundheitsministerin nennen, also Chefbeamtin von Lappland, medizinische. Dann ist sie mit 4-fachen Präsidententiteln ausgezeichnet, einem Vizepräsidententitel, nur unter anderem als in der Krankenpflegeakademie von Lappland oder Vizepräsidentin von Nahbegegnungstherapie in den USA. Man könnte über die Frau hier schon eine Stunde nur Einführung machen. Dr. Raunig-Hilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. I would prefer to stand here, it's okay. Liebe Freunde, dear friends, what is the biggest secret in the world? Was ist das größte Geheimnis in der Welt? Have you ever thought about it? Hast du jemals darüber nachgedacht? It is to be a human being on this planet Earth. Es ist einfach ein menschliches Wesen auf diesem Planeten Erde zu sein. What is a human being? Was ist denn ein menschliches Wesen? Many of us, even doctors, forget. Viele von uns, sogar Doktoren, vergessen das. That our body is 70% water. Dass unser Leib zu 70% aus Wasser besteht. And our brain is 87% water. Und unser Hirn 87% Wasser. So what holds us together? So was hält uns denn zusammen? Energy. Energie. Energy, according to Einstein, never disappears, but only changes form. Nach Einstein verschwindet Energie niemals, es ändert nur ihre Form. Everything in the world is energy. Alles in der Welt ist Energie, ist Kraft. It's this table. Dieser it's Tisch us. Hier, wir selbst. It's anything. Everything is vibrations, frequencies and energy. Ja, alles besteht aus Vibration, Energie, aus Schwingungen.
And what is mind control? Und was ist jetzt Bewusstseinskontrolle? Mind control means Bewusstseinskontrolle bedeutet, that there are devices, dass es Gerätschaften gibt, that can take over your brain, die dein Hirn übernehmen können. They can make you mad, they can make you religious, they can make you homosexual, sie können they can change everything in you. Sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. And what are these devices? Und was sind nun dies für Geräte? It's the military-industrial complex that has developed them. Es ist der militär-industrielle Komplex, die diese Geräte entwickelt hat. Already in about 50, 60 years. Und alles schon fertiggestellt in ungefähr die letzten 60 Jahre. But officially, aber offiziell, in a conference of non-lethal weapons in Ettlingen by Karlsruhe. In einer Konferenz über nichttödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe. In May 09. Im Mai diesen Jahres. An American colonel said that the first mind control device was already developed 1801. Aha. Also eine Amerikanerin sagte, dass das erste Gerät in diese Richtung schon 1801 entwickelt worden war. Generally, the information that is given in the mass media to the public is at least half a century old. Ja, allgemein ist jede Nachricht in den Medien, die darüber verbreitet wird, mindestens ein halbes Jahrhundert alt. When you hear about new academic findings, research. Wenn du über neue Erfindungen oder neue Findungen hörst, die in der Wissenschaft, in der Forschung gemacht werden, they are always half a century old. Dann sind sie jedes Mal schon ein halbes Jahrhundert alt. But they are always represented as new technology. Aber sie werden uns immer als neue Technologie verkauft. So what is the purpose of mind control? Taking over your body, your brain, your behavior. Also was ist nun die Absicht dieser Bewusstseinskontrolle, die deinen Leib, dein ganzes Sein übernehmen? It is to disrupt memory. Es geht darum, dass dein Gedächtnis ausgehebelt wird. It is to discredit people through aberrant behavior. Es geht darum, die Menschen in Verruf zu bringen oder zu diskreditieren durch seltsames Verhalten. Alter your sex patterns. Deine Sexgewohnheit zu ändern. And illicit information. Und Information verschwinden zu lassen. And what is the goal of mind control? Und was ist das Ziel dahinter? To program any individual, you and me and anybody. Jedwede einzelne Person, dich und mich, jeder Mann einfach, zu programmieren. To carry out any mission of spionage or assassination. Jedweden Auftrag durchzuführen, ob es Spionage oder ob es ein Mordanschlag ist. Against your will. Und zwar gegen deinen eigenen Willen. And to control the absolute behavior and thought patterns of the individual. Und absolut dein ganzes Verhalten, deine Verhaltens- und Denkmustern zu ändern. The guise of national security is used as an excuse. Und nationale Sicherheit wird als eine Tarnkappe genommen, als ein Vorwand. And this is an excuse for illegal activities to cover up all the deeds. Und dieser Vorwand dient, illegale Handlungen durchzuführen. To manipulate the opinions of individuals. Um die Meinungsfreiheit, die Meinung der einzelnen Personen zu manipulieren. It's done with electromagnetic fields. Und dies wird bewerkstelligt durch elektromagnetische Felder. It's also done with various drugs and sprays. Und es wird auch durch die verschiedenen Arzneimittel und durch Sprays and it's done with psychological warfare. Und auch mit psychischem Kriegsführung, mit psychischer Kriegsführung. Part of the mind control Ein Teil der Bewusstseinskontrolle ist
to survey you 24 hours, 365 days a day. Ist dich 24 Stunden pro Tag und 365 Jahre im Jahr zu überwachen. Both physically and with electronic means. Sowohl in physischer Hinsicht als aber auch mit elektronischen Mitteln. You can be filmed in your own home. Du kannst bei dir zu Hause gefilmt werden. Through the walls. Durch die Wände hindurch. And they are using usually your neighbors who have been recruited. Und sie benutzen dazu meistens deine Nachbarn, die dazu rekrutiert worden sind. You may think that if a friend has been a friend for 50 years, he can't be recruited. Du denkst, ja, der ist doch mein Freund schon über 50 Jahre und doch ist er rekrutiert worden. But you don't know their methods, and I'll come later to who they are. Aber du kennst nicht ihre Methoden, wie sie das machen, aber ich werde darauf später zurückkommen. The drug-related mind control projects were under the direction of CIA and US Navy. Die Projekte, die Bewusstseinskontrolle entwerfen und durchführen, sind unter der CIA and US Navy. Und der US-Marine. Already in 1952, schon 1952 CIA had a program, hatte die CIA ein Programm of implanting people their teeth and their brain with electrodes. Um die Zähne und auch das Gehirn von Menschen mit einem Implantat zu versehen. For surveillance and for control. Damit sie überwacht werden und kontrolliert werden können. So the military and secret services research is always at least two generations ahead of academic also research. Die Forschung des Militärs und der Geheimdienste ist immer schon ein halbes Jahrhundert vorher hat es angesetzt und wir kriegen es jetzt erst mit. If you come back to the question, what is a human being? Wenn du zurückkommst zu der Frage, was ist denn ein Mensch? So there has been a very interesting survey already in 1985. Da hat es 1995 eine sehr interessante Forschung gegeben, einen About Überblick USA and European countries. Über in den Vereinigten Staaten und auch in den europäischen Ländern. About psychic phenomena of human beings. Über psychische Phänomene menschlicher Wesen. In Western Europe, totally 32%. In Westeuropa im Ganzen 32% claim that they have telepathic contacts. Beanspruchen oder geben vor, dass sie Gedankenübertragungskontakte schon hatten. 20% claimed clairvoyance. Und 20% beanspruchen schon ein Déjà-vu gehabt zu haben. And 28% of Europeans claim to have contact with the energy of the dead. Und 28% der Europäer sagen, dass sie schon mit der Kraft des Todes in Berührung gekommen waren. In den USA sind die Zahlen noch viel höher. 58% Telepathie. 58% Telepathie, also 24% Clairvoyance. Dann, how many? 24% Clairvoyance. 24% über das Déjà-vu-Phänomen. And 27% contact with the energy of the dead. Und 27% in Kontakt gekommen mit der Energie des Todes oder mit Todesenergie. And a very strange, surprising figure came from Iceland. Und eine sehr überraschende und seltsame Zahl haben wir von Island. 41% of Icelanders claim contact with the dead. 41% der Isländer sagen, dass sie mit dem Tod Kontakt haben. Now you can't say that almost half of Icelanders are schizophrenic, can you? Du kannst doch wohl nicht behaupten, dass fast die Hälfte der Isländer schizophren ist. Because that is what Diagnostic Statistical Manual, Psychiatric Bible, claimed until 94. Denn das ist was im Jahr 1998 das psychische oder das Handbuch für Psychiatrie festhält. Now, when we think of mind control methods, wenn wir über die Methoden der Bewusstseinskontrolle sprechen, it can, because it's military, weil es dem Militär zuzuordnen ist, it's done by satellites,
and shuttles. Es wird durchgeführt durch Satelliten und durch einen Shuttle-Betrieb. For instance, zum Beispiel, the space shuttles were tested for mind control and weather engineering. Also diese Space Shuttles, ich brauche es nicht zu übersetzen, sind schon entworfen worden, um die Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Defense News noted. Die Verteidigungsneuigkeiten sagen, during a checkout of the laser machine, pulses began emanating from Discovery at the rate of 10%. Also 10% per second, I'm sorry. Could you please repeat? They were sending from the laser machine, which was in the space shuttle, pulses 10 per second down to the Earth. Also 10, mit einer Taktung von 10 Sekunden wurden durch eine Lasermaschine, die in dem Space Shuttle war, Impulse zur Erde gesandt. And those 10 pulses per second, und diese 10 Pulstakte pro Sekunde, is within the frequency, ist genau innerhalb der Frequenz in the human brain's alpha wave range, and it can be called mind zapping. Der Mind, der Gehirnströme des Menschen, und das kann bezeichnet werden als Bewusstseinsraussaugung, to zap. Yeah. So motion, emotion and behavior, das Gefühl und das Verhalten, can be directed by electronic forces, kann also gelenkt werden durch elektronische Kräfte, and human beings can be controlled like robots. Und Menschen können wie Roboter kontrolliert werden. The European Parliament has warned of these dangers already in 1999 January. 1999 im Januar hat das Europäische Parlament darüber bereits Warnungen ausgesprochen. Awareness of the existence of mind control technology and its dangers and possible misuse. Die Bewusstheit, dass es das gibt, Bewusstseinskontrolle, und die das Aufzeigen, dass das missbraucht werden kann. It seems to be more prevalent in Europe than elsewhere. Es scheint in Europa vorherrschender zu sein, diese Bewusstheit. In the European Parliament's resolution on environment security and foreign policy report. In der Resolution über the resolution about environment, security and foreign policy. Über Umwelt, Sicherheit und Außenpolitik in dieser Resolution. Yeah. And the document includes these articles, 23. Und diese Dokumente sind in diesen in dieser Resolution enthalten. Paragraph 23 calls on the European Union. In Paragraph 23 ruft das Parlament der Europäischen Union auf, to seek to have the new non-lethal weapons technology. Danach zu trachten, nicht tödliche Waffen zu haben. They are, by the way, lethal, but they're called non-lethal. Aber sie sind übrigens dennoch tödlich, aber sie werden als nicht tödliche Waffen verkauft. And the development of new arms strategies. Und die Entwicklung von neuen Waffenstrategien. Covered and regulated by international conventions. Dass die überwacht werden durch internationale Konventionen und auch durch diese reguliert werden. Paragraph 27 says. Und Paragraph 27 sagt. Calls for an international convention. Es ist ein Aufruf für eine internationale Übereinkunft. Introducing a global ban. Was einen weltumspannende Verbannung einschließt oder einführt. On all developments and deployments of weapons which might enable any form of manipulation of human beings. Auf alle Entwicklungen und vor allem Anwendungen jedweder Mittel, die menschliche Wesen manipulieren können. The United States, of course, will ignore these resolutions because it does not very often obey international laws. Die Vereinigten Staaten natürlich, die haben sich dem verweigert. Sowieso entziehen sie sich ständig dem internationalen Druck. Paragraph 27, excuse me, 24 says. Paragraph 24 sagt. HARP, High Frequency Active Auroral Research Project in Alaska. Ja, es gibt ein Projekt in Alaska, es heißt HARP, Forschungsprojekt, ja. Officially of the University of Alaska
investigating ionosphere. Also offiziell erforscht diese Universität in Alaska die Ionosphäre. But actually, aber in Wirklichkeit it is a project of US Navy and Air Force. Ist es ein Projekt der US-Marine und der US-Luftwaffe. And there is a global concern. Und es gibt eine weltumspannende Besorgnis for legal, ecological and ethical implications in Bezug auf eine gesetzlich zu handhabende Anwendung und eine ethisch abgesicherte Anwendung. Also in Norway, auch in Norwegen, many may not know it, viele mögen es nicht wissen, a mini harp that is dort haben wir eine Mini Harp Project called Globus 2 in Vardø at the northernmost tip of Norway, 50 kilometers about from the Russian border. Es ist ungefähr 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. And of course that is also used for mind control just as harp is, not just to investigate the ionosphere and the atmosphere. Was dort aufgebaut wird, ist auch für die Durchführung der Bewusstseinskontrolle, nicht um die Ionosphäre zu erforschen. Mind control subliminal messages. Die Bewusstseinskontrolle gibt dir unterschwellig viele Botschaften. Are carried on radio frequency broadcasts. Und die werden übertragen über eine über Radiowellen. They can also be used through your telephone lines and electrical lines in your home. Und das kann auch geschehen durch die in deinem Haus gelegten elektrischen normalen Leitungen und die Telefonleitungen. They use different frequencies for different results. Sie benutzen verschiedene Frequenzen, um verschiedene Resultate zu erzielen. For instance, 15 Hertz. Zum Beispiel 50 Hertz is used against the auditory cortex. And that is sound which bypasses the ears. You don't need ears to hear. Ja, you need the brain. Da werden Botschaften übermittelt, zu denen du keine, um sie zu hören, Ohren brauchst, sondern das, dein Ohr wird sozusagen umgangen. 25 Hertz und, is used against visual cortex. Und 25 Hertz wird benutzt, um Dinge sichtbar zu machen. Images for the brain without your ears. Eyes, I'm sorry, without your eyes. Also das sind Energien für dein Hirn, die dein Hirn aufnimmt, ohne dass du deine physischen Augen dazu brauchen müsstest. With 20 Hertz, und bei 20 Hertz direct it to your thought center, die in dein Gedanken, in dein Hirnzentrum gebeamt werden. And it imposes subconscious thoughts which you think are your own. Ja, das zwingt dir Gedanken auf, von denen du aber denkst, sie seien deine eigenen. It's very dangerous actually to reveal the information about mind control. Es ist eigentlich sehr gefährlich, diese Dinge offenzulegen hier. Because that is the biggest secret besides who is the human being. Denn das ist das nächstgrößte Geheimnis neben dem, was ist ein Mensch? I've been to international conferences trying to give information on mind control. Ich war schon auf vielen internationalen Konferenzen und habe versucht Informationen darüber zu geben, was Bewusstseinskontrolle ist. And when I once in Finland, und als ich einmal in Finnland war, in psychiatric conference, bei einer Psychiaterkonferenz, used the word mind control as the title, it was rejected. Und ich den Titel Bewusstseinskontrolle benutzen wollte, so wurde der mir verweigert. Then I changed the title. Dann habe ich den Titel geändert. And gave it as Neuroelectromagnetic Telecommunication and Cybernetics. Dann habe ich ihn einfach wissenschaftlich ausgedrückt neuromagnetische Telekommunikation and Cybernetics. Cybernetics. At the International Military Medicine Conference. Ah, ja. Okay. And it was accepted. Und dann wurde es akzeptiert. Isn't that strange? Ist das denn nicht seltsam? It's a play of words. If you know what words to use, you get through, and if you use the false word, you don't. Es ist ein Spiel mit Worten. Hast du die richtigen Worte wissenschaftlich, wird's akzeptiert, und so dass jeder versteht, wird's abgelehnt. Probably this report, the year 2000, was the first one in a scientific conference, and I got it through only because I knew the military general,
the military medical general of Finland, and he did not know anything about mind control. Ja, ich habe also dieses Thema durchgebracht eigentlich nur, weil der Militär in Finnland, also der medizinische Militär in Finnland, keine Ahnung darüber hatte, was es ist. Objectives of neuro. Also die Ziele. Electromagnetic telecommunication is behavior modification. Das Ziel für diese elektromagnetische Bearbeitung ist die Manipulation. And influencing bodily and mental functions. Und Einflüsse auszuüben auf deine körperlichen und geistigen Funktionen. And emotions remotely through satellites. Und auch auf deine Gefühle, und zwar von der Entfernung her durch Satelliten, also von Ferne. And through data, computers. Und durch die Daten, die in den Computern gespeichert sind. Astronauts and cosmonauts were always and are implanted with microchips. Die Astronauten oder Kosmonauten, sie haben alle ein Implantat in sich. So that all their body functions, feelings, dreams and subconscious could be seen on Earth. So dass auf der Erde alle ihre körperlichen Funktionen gesehen werden können, aber auch ihre Träume, auch ihre Gedanken. Today, the speed of supercomputers as I know it. Die Geschwindigkeit der heutigen Supercomputers, wie ich es weiß, is 180 trillion flops in a second. 180 trillion in a second. Sind 180 Trillionen per Sekunde, also die Taktung. Now I'm sure they are much, much faster, but that has been revealed. And what is revealed, remember, is 50 years old. Also ich bin sicher, dass es noch viel höher ist, aber so ist es offenbart, aber erinnere, was offengelegt wird, ist immer jeweils 50 Jahre alt schon. Our brain speed is 5,000 bits a second. Die Geschwindigkeit unserer Gehirnwellen sind 5,000 Takte pro Sekunde. So we are no match to any computer. So wir haben also keine Chance, mit irgendeinem dieser Computer Schritt halten zu können. If you think that a couple of years ago, wenn du denkst, dass noch vor ein paar Jahren in California a supercomputer in Kalifornien ein Supercomputer was asking for human rights to be accepted as a human. Er hat angefragt nach den Menschenrechten und wollte als ein Mensch akzeptiert werden. Of course, it was much more intelligent than the judges or anybody around, Natürlich. But it was rejected. Dieser Computer war viel intelligenter als all die Richter, die darüber zu entscheiden hatten. Aber er wurde dennoch von ihnen, es wurde verworfen. But now the latest information was that it's trying again this conscious, so-called conscious computer to ask for human rights in Florida. Aber diese Bewusstseinscomputer setzen es erneut an, diesmal in Florida als menschliche Wesen laufen zu können. Also, when you think of our future and our children, wenn du über unsere Zukunft nachdenkst und über unsere Kinder, this technology has to be stopped somehow. Diese Technologie muss in irgendeiner Weise zum Halt gebracht werden. Otherwise, the next generation is 100% biological robots listening to the orders from the computers. Sonst ist die nächstfolgende Generation zu 100% nichts anderes als biologische Roboter, die ausführen müssen, was der Computer ihnen befiehlt. We've been very surprised to see reports all over the world. Wir sind sehr überrascht oder über die Berichte von der ganzen Welt. About the school shootings and shootings at shopping centers. Also nicht überrascht, sondern erschreckt über die Amokläufe in Schulen und in Kaufläden oder Kaufhäusern. Because they are done for young men with mind control. Denn sie sind durchgeführt worden von jungen Menschen, die unter Bewusstseinskontrolle standen. And they are using technology, so-called delta programming, to kill himself after the killings. Und sie benutzen dann ein sogenanntes Delta programmiert werden für diese Leute, dass sie sich danach selbst umbringen. Now who is behind this evilness? Nun, wer steckt hinter dieser Bosheit? In Ettlinger, in the non-lethal weapons conference,
In Ettlingen in dieser Konferenz über nichttödliche Waffen. An American colonel ein, gave a report. Ein amerikanischer Hauptmann gab einen Bericht. And said, who are they? Because we say they do this, they kill. They are surveilling. Ja, who are they? Weil wir immer sagen, ja, sie machen das, also anonym hat er die Frage gestellt, wer ist diese sie? He showed it like this. Er hat es so gezeigt, ungefähr wie ein Quadrat in der Luft gemacht. In the middle was New World Order. In der Mitte war die neue Weltordnung. On this side, auf der rechten Seite was the Star of David with Illuminati sign. War der Stern Davids mit dem Zeichen der Illuminaten. On the other side was CIA, FBI. Auf der anderen Seite war CIA und FBI and British Intelligence Services. Und der britische Geheimdienst. They are them. Dies sind die sie. And maybe you can say that they've always been there and always will if nobody stops them. Und du kannst vielleicht sagen, ja, sie waren ja schon immer da und sie werden auch immer noch da sein, wenn nicht jemand sie stoppt jetzt. FBI former director Edgar Hoover, who was director in FBI for 50 years. Also der vorige oder der frühere Direktor von FBI Hoover, der war über 50 Jahre dort der Direktor. Said the individual is handicapped. Er sagte, dass der einzelne Mensch handicapped ist. By coming face to face with conspiracy so monstrous, he cannot believe it exists. Wenn er konfrontiert wird mit einer Verschwörung, die derart gestaltet ist, dass es schlichtweg nicht glauben kann. And in 1913 already. Und 1913 bereits. President Woodrow Wilson said. Sagte der Präsident Woodrow Wilson. Some of the biggest men in the US in the field of commerce. Einige der größten Menschen oder Gestalten in USA auf dem Feld der Wirtschaft und des Handels. And manufacture are afraid of something. Und der Produktion sind von haben Angst vor etwas. They know that there is a power somewhere. Sie wissen, dass es irgendwo eine Macht gibt. So organized. Die so organisiert ist. So subtle, so watchful. Die so geheim ist, so hinter den Kulissen und so wachsam. So interlocked, so complete, pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it. Mhm. Und die sind so eingebunden in dieses Ding dahinter, dass sie selbst den Atem fürchten, den sie haben, wenn sie die Dinge aussprechen. The electronic mind weapons. Die elektronischen Waffen gegen das Bewusstsein are worse than atom bomb. Sind schlimmer als Atombomben. Because you can't see them. Denn du kannst sie nicht sehen. You can feel them in your body. Du kannst sie fühlen in deinem Leib. You can't prove they exist as a normal individual. You cannot prove also, that they exist. Du kannst aber nicht nachweisen, dass sie existieren. Because they are used silently. Denn sie benutzen silently through the walls of your own home. Sie kommen ohne Geräusch durch die Wände. They use silent hypnosis. All of a sudden you think of something. Sie benutzen auch Hypnose, die stillschweigend geschieht und plötzlich denkst du etwas. And you may not be aware that the thought was induced to you. Und du bist dir gar nicht bewusst dessen, dass dieser Gedanke in dich hineingeflößt wurde. All the governments in the Western world, alle Regierungen in der westlichen Welt deny the existence. Leugnen die Existenz dieser Dinge. But they cause illnesses like cancer. Aber wie zum Beispiel Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, and just about any other disease, especially brain tumors, especially und strokes, eigentlich heart attacks. Alle anderen Krankheiten, besonders die mit dem Gehirn zu tun haben und with what else? Heart attacks. Und mit Herzattacken. Now in Norway they say that every third person is going to die of cancer. Every third. Man sagt, dass in Norwegen jede 30. Person an Krebs sterben wird.
In Oslo there are already hundreds of young people under 30. In Oslo sind es bereits hunderte von Menschen unter 30. Who have Alzheimer's, senility. Die jetzt schon Alzheimer haben. Of course that comes from mobile phones, but you can't prove it. Das kommt natürlich von dem Gebrauch der Handys, aber du kannst es nicht nachweisen. Some kind of proof maybe was that a friend of mine. Eine gewisse Art von Beweis gibt es vielleicht doch. Ein Freund von mir, had a brain tumor operated successfully. Der hatte eine erfolgreiche Gehirntumoroperation hinter sich. And he had a she, it was a lady. In Finnish language we don't separate he and she, it's only hen. So often Finns say, also es war eigentlich eine Frau, im Norwegischen unterscheiden wir hier nicht, es ist immer hen, aber es ist eine Frau gewesen. We are so advanced. Wir sind schon anyway, so weit fortgeschritten dort. So, they had an 8-year-old boy. Sie hatten einen 8 Jahre alten Jungen, whom the father gave a mobile as a Christmas present. Dem der Vater ein Handy schenkte als Weihnachtsgeschenk. I said, are you crazy? Und your mother sagte, has had just a brain tumor and you're giving the child the mobile? Bist du verrückt? Deine Frau hatte gerade eine Hirntumoroperation und du gibst so ein Ding deinem Kind? And the boy listened to what I said and guess what he said? Und der Junge hat zugehört, was ich sagte, und jetzt hört zu, was er sagte, was er. He said there is only one boy in our class who doesn't have a mobile. Es gibt nur einen einzigen Jungen in meiner Klasse, der kein Handy hat. And he is the son of a director in Nokia. Und er ist der Sohn eines of a director. A son of a director in Nokia. Ah. He knows. Er ist der Sohn des Direktors von Nokia. So that is not scientific proof, but it's proof enough for me anyway. Das ist jetzt nun kein wissenschaftlicher Beweis, aber für mich ist es immerhin doch ein sehr starker Beweis. Also when we think of a human being. Auch wenn wir darüber nachdenken, was ein Mensch ist. So we don't differ so much from Americans or Russians or Chinese, except maybe. Wir unterscheiden uns nicht sehr von Amerikanern, Russen oder Chinesen. And therefore, the safety standards. Deshalb sind die sichersten Standards. For popular exposure are very different in different countries. What kind of exposure? Safety standards. Ja, die Sicherheitsstandards. In Eastern Bloc countries and in the Soviet Union. In den Ostblockstaaten und in der Sowjetunion der ehemaligen. It was only 10. Gab es nur 10. Micro, is it W over quarters, square centimeter? Also nur. The number was 10. Also pro Quadratzentimeter gab es nur 10 Mikrowellenbelastung. In Australia it's 200. In Australien sind es bereits allowed. 200. In UK and in USA 10,000. In Großbritannien 10,000. Und in Großbritannien und USA ist diese Quadratmeterbelastung mit Mikrowellen 10,000. Now why is this? Nun, warum ist das so? You can answer by asking who controls US and UK to that extent. Ja, du kannst die Antwort dir geben, indem du fragst, wer ist in den USA und in Großbritannien dahinter. National Security Agency in the USA. Die nationalen Sicherheitsbehörden in den USA. Through its Echolon satellites. Durch ihre Echolon, it's the name. Durch diese Echolon, so ist der Name, Satelliten. They can harass people, writers and whistleblowers, especially through the satellites. Sie können Menschen drangsalieren und schikanieren durch Pfeiftöne, durch die, also mittels der Satelliten mit Pfeiftönen. With what else? Worldwide. Weltweit. They can spot you anywhere. They know exactly that I'm here. Sie können dich festmachen an jedem Ort. Sie wissen jetzt zum Beispiel genau, dass ich hier bin. They hear every word that I say. Sie hören jedes Wort, das ich sage. And if they want, they can just send a beam and I become unconscious or die. Und wenn sie wollen, können sie jetzt gerade einen Strahl schicken und ich bin knocked out oder sogar tot. They have killed some of my friends who knew too much, as I do. Einige meiner Freunde, die zu viel wussten, so wie ich auch, sind schon getötet worden. They killed both my parents, trying to shut me up. Und sie haben beide meine Eltern getötet und sie versuchten, mich abzuschießen.
But I told my mother when she asked, Ronnie, stop, please. Aber sie, ich sagte meiner Mutter, als sie sagte, Ronnie, hör auf damit, bitte. If I stop, they won't. And I feel it's my mission to give as much information as I can. Wenn ich aufhöre, sie machen immer weiter. Und deshalb ist es mein Auftrag, hier zu stehen. But it's not easy. Aber es ist nicht einfach. My house has been robbed over 300 times and police does nothing. Police helps them. Mein Haus ist schon mindestens 300 Mal ausgeraubt worden und die Polizei macht nichts dagegen. I've been hit unconscious. Denn sie arbeitet damit. Taken by ambulance to the hospital. Ich bin schon bewusstlos geschlagen worden und bin dann zum Krankenhaus gekommen. I've been poisoned through the air ducts in my own home. Ich bin vergiftet worden durch die Lüftungsschächte, die in meinem eigenen Haus sind. And I'm surveilled 24 hours, 365 days. Und ich bin unter Überwachung 24 Stunden und 365 Tage. But there's something that they don't know. Aber etwas, das sie nicht wissen. I went to the police chief. Ich bin zum, when they started harassing me over 10 years ago. Ich bin zum Polizeihauptmann gegangen, zum Boss, als ich I vor said, I 10 Jahren Finland. Lang immer drangsaliert wurde, sagte ich, ich komme von Finnland. And 200 million Russians in winter war could not take 4 million Finns. This is my winter war. Und 200.000 Russen konnten 5.000 Finnen nicht überwinden in dem Winterkrieg 1940. Das ist mein Finnland. So the police chief said when I said, I'm not afraid of you. Well, that's very good. Dann sagte dieser Polizeihauptmann, ich habe keine Angst vor Ihnen. Das ist gut. Die Sache ist nämlich die, when you know, wenn du weißt, that there is no death, dass es keinen Tod gibt, you can't be afraid of anything. Dann kannst du vor nichts Angst haben. Because weil, because again it comes to the question, what is a human being? Denn wieder kommen wir zu der Frage, was ist ein menschliches Wesen? I came to this path through parapsychology, ufology and now mind control, like steps up. Ich bin in gewissen Schritten über Bewusstseinskontrolle, Psychologie dahin gekommen. And I started experimenting when I was reading American literature already in the 50s, which was very little in Finland. Und ich fing an, Versuche zu machen, als ich amerikanische wissenschaftliche Zeitungen darüber studierte. That a person actually any person, any of us, dass eine Person, eigentlich jeder von uns, can release his or her energy body away from the body, the physical, kann seine körperliche Kraft, die ihm, die auf ihm ist, von seinem Leib wegsenden, trennen. So according to what I had read, so nach dem, was ich gelesen hatte, at that time I was chief medical officer of Lapland. In dieser Zeit war ich der praktisch Gesundheitsminister von Lappland. And I lay in my bed, ich lag naked, in meinem Bett with my knees up, like this. Mit meinen Knien gebeugt, also hochgezogen, Knie hochgezogen. And I started concentrating on my energy. Und ich fing an, mich zu konzentrieren auf meine Energie. Trying to release it from the body. Und versuchte, sie von dem Leib zu lösen. And all of a sudden, ganz, I started vibrating. Und ganz plötzlich, ich fing an zu zittern. Like there would be radio waves coming from my feet towards my brain. So wie wenn Radiowellen von meinen Füßen Richtung meines Kopfes gekommen wären. And all of a sudden, there was a blackout. Und ganz plötzlich gab es einen Blackout. And an exact copy. Und eine exakte Kopie. Looking like skim milk. Was hovering above my physical, also having knees. Ja, das sah aus wie wie geseite Milch und das Bild war über meinem Kopf und sah genauso aus, wie ich da jetzt auf dem Bett lag, mit den Knien so mit dem Eck nach oben. So I started watching from above my physical body. So fing ich also an, von oben her meinen physischen Leib zu betrachten. I saw that it was breathing. Very, very slowly. Und ich sah, dass er sehr langsam atmete. I worked also as an anesthetist, so I can count 60 seconds in also without a clock. Ich habe auch als Anästhesist gearbeitet und konnte dann zählen, 60 Sekunden durchzählen, bis es
dann. So I started counting. Also my body was breathing 10 times a minute and 20 is a normal. Also fing ich an zu zählen und dann fing mein Leib an nur 20 dann 10 Sekunden pro Sekunde zu atmen. And then I put my astral body, energy body down. Und dann habe ich den Astralleib sozusagen wieder runtergeholt. And with the hand of the astral body, I took my pulse of the physical. Und mit der Hand meines Astralleibes habe ich meinem anderen Leib die Hand, den Puls gefühlt. And that was 32 a minute. It should be 60. Und das war dann 32 Sekunden pro Minute, obwohl es 60 sein sollte. So I got scared and I thought like men in the war, they ask for their mothers. So I said, oh, mother, help me. Could you please... Mother, help me, I just said, no. In my thoughts. Aha, in meinen Gedanken sagte ich, Mutter, hilf mir. But the thoughts were in the energy body, not in the physical. The physical was like a corpse. Aber das war von dem Astralleib, der physische Leib war wie eine Leiche. And when I had said, Mother, help me. Und als ich sagte, Mutter, hilf mir. I was about 800 kilometers south in Helsinki, capital of Lapland. War ich ungefähr, capital of Finland, I was in Lapland. War ich plötzlich ungefähr 800 Kilometer südlich in Helsinki. And I saw my mother in the living room with my niece. Und ich sah meine Mutter im Wohnzimmer mit meiner Nichte. And they were talking, but I couldn't hear the words, but I knew it was not important. Und sie sprachen über irgendwas. Ich konnte die Worte nicht verstehen, aber ich wusste, es war nicht wichtig. So then I thought, what is happening? Where is my sister? Because my mother is babysitting my niece. Dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn mit meiner Schwester? Denn meine Mutter hat meine Nichte babysittet. And immediately, und sofort, my consciousness, mein Bewusstsein, was transferred to a cocktail party. Ist transmittiert worden zu einer Cocktailparty. And there I saw my sister flirting with a family friend. Und dort sah ich meine Schwester mit einem Freund der Familie flirten. And I looked around, I couldn't see her husband. Und ich schaute mich um und konnte ihren Mann nicht sehen. And I wanted to go back home 800 kilometers to Rovaniemi. And ich wollte and wieder, I did. Und ich wollte, wieder zurück 800 Kilometer nach Norden, wo ich wohnte, und ich bin zurück innerhalb einer Sekunde. And there I was again hovering above my physical body, which had been there laying all the time. Und da brütete ich sozusagen oder schwebte wieder über meinem physischen Leib. And while I was making this astral trip, I was just like a ball of light. Und als ich diesen Astraltrip machte, war ich wie eine Lichtkugel. And when I was hovering above, I started feeling sick. Und, like seasickness. Und als ich über diesem Leib schwebte, fühlte ich mich wie krank. And I was afraid that I would maybe vomit, and I thought if I vomit over this body, maybe I'll suffocate. Und ich hatte Angst, dass ich mich erbrechen muss, und das wollte ich nicht über meinem physischen Leib tun, aus Angst, dass er dann ersticken würde. And then I just concentrated, I want to get back. Zap! I was in my body, which was still and Steve. Und dann konzentrierte ich mich darauf, dass ich wieder zurück möchte in meinen physischen Leib, und zip war ich wieder drin und fühlte noch, dass er steif war. Next morning I called my parents. My father took the phone. Am nächsten Morgen habe ich meine Eltern angerufen und meinen Vater und bat ihn ans Telefon. And I asked, what did my mother do at 8 p.m. last night? Und ich fragte ihn, was hat meine Mutter 8 Uhr abends gestern getan? And he said, I can't tell you because it is a Christmas gift for you. And I told him. Und ich habe, er hat mir gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Es soll nämlich ein Weihnachtsgeschenk für dich sein. I told him what I had seen, that my mother was sewing a long dress, green dress with flowers, und ich as hab, a Christmas gift. Ich habe ihm dann gesagt, weil ich meine Mutter ein langes Kleid mit Blumen darauf habe nähen sehen. So everything that I had seen, I could verify. So alles, was ich gesehen habe, konnte ich nachweisen, dass es so war. My father said to me when I told him what had happened, he said, no, don't ever tell anybody. Mein Vater sagte mir, als ich ihm das alles unterbreitete, sofort, bitte erzähl's niemandem weiter. They think you're crazy, and of course I went to the Finnish press. Sie denken, du bist verrückt, und ich möchte zur finnischen Presse ja noch gehen.
Then I called my sister. I said, "What were you doing last night?" Dann rief ich meine Schwester an. Was hast du denn gestern Abend getan? She said, "I can't remember." Sie sagte, ja, ich kann mich nicht Where daran was erinnern. Your husband? Wo war denn dein Mann? He was on a business trip in Middle Finland. Er war in Mittelfinnland auf einer Geschäftsreise. So I said, "You were at a cocktail party with Mr. So and So." Dann sagte ich, du warst doch gestern auf einer Cocktailparty mit Herrn So und So. "Don't interfere in my affairs," she said to Darauf me. Antwortete sie, bitte misch dich nicht ein in meine Angelegenheiten. So again, not legal proof, but for proof for me. Also wiederum, es ist kein legaler Beweis, dass es die Dinge gibt, aber für mich ist es genug. That shows that man is a mind, not a body. Das zeigt, dass der Mensch ein Bewusstsein ist, nicht nur ein Leib. It's like a car and a driver. Es ist wie mit Auto und Autofahrer. We always concentrate on the car, on the body. Wir konzentrieren uns immer auf das Vehikel, auf das Fahrzeug. Now, if the car crashes, nun, wenn dieses Auto einen Unfall hat, und the driver gets out, dann geht der Fahrer raus and later maybe buys a new car, und a new color, und kauft a new model. Und kauft sich später ein neues Auto, ein neues Modell mit einer neuen Farbe. That's exactly what happens to human beings when we so-called die. Und das ist genau das, was passiert auch mit den Menschen, wenn wir sozusagen sterben. We have reports from 30 years back about so-called near-death experiences. Wir haben schon 30 Jahre zurück Berichte bekommen. So-called what, please? Near-death experiences. Ah ja, die sogenannten Nahtoderfahrungen. When you are in a car crash or you are in an operation and your heart stops. Also wenn du zum Beispiel in einen Autounfall verwickelt warst oder bist in einer Operation. Then so your astral body, your energy body gets out. Dein Astralleib oder dein Leib, der aus Energie besteht, geht aus dir heraus. And since it's called near-death experience, you didn't die, but almost died. Das sind diese Nahtoderfahrungen. Du bist nicht gestorben, aber fast. Everybody who has it in whatever culture. In jedweder Natur, egal wo, Kultur, egal wo. They feel they go through a dark tunnel towards haben the light. Sie das Empfinden, dass sie durch einen dunklen Tunnel geführt werden oder gehen? And according to their religion. Und nach ihrer Religion, die they sie meet glaubt, someone. Treffen sie dort jemanden? In Europe mostly. We are Lutheran or Catholics, Christians. In Europa sind wir meistens christlich geprägt, also so Lutheraner oder Katholiken. Somebody, a figure looking like Jesus. Also wirst du jemandem begegnen, der wie Jesus aussieht. If you're a Muslim, you see Mohammed. Wenn du ein Muslim bist, dann ist es der Mohammed. Wenn du ein Buddhist, dann Buddha. If you don't have any religion, und wenn du überhaupt keine Religion hast, you see the light. Siehst du einfach Licht. And that light tells you. Und dieses Licht sagt dir. And think now, what would you answer? Because you are going to be asked this question someday. Und denke nun darüber nach, was du antworten wirst, denn eines Tages wird dir diese Frage gestellt werden. What have you done with your life? Was hast du mit deinem Leben gemacht? And from the second you were born into this body, und von der Sekunde an, da du in diesen Leib geboren wurdest, when you leave the body, bis zu diesem Punkt, wo du deinen Leib wieder verlässt, everything goes like a film. Das wird alles vor dir abrollen wie ein Film. Du siehst alles. And there you judge yourself, nobody else. Und dort richtest du dich selbst, nicht sonst jemand. And the judging und das Richten ist, how much have you loved? Unconsciously. Number one, how much have you loved? Deine Antwort wird sein, oder die Frage wird sein, wie viel hast du geliebt? How much have you helped others? Wie viel hast du anderen geholfen? How much have you forgiven? Wie viel hast du vergeben? Etc. Und so weiter. They are very different categories than what we normally think about. Es sind sehr verschiedene Kategorien, über die wir hier nachdenken können. It means nothing what your title is or who you are or what you have done, except mentally, in a positive way to other people. Es ist nichts, was du warst oder dies, sondern was du wirklich getan hast anderen Menschen geistig gesehen. Mentally. And then you see the deceased relatives and friends who all say to you,
Und dann siehst du die Verwandten und die Freunde, die alle zu dir sagen, your time is not out. You have to go back. Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen, du musst noch mal zurück. And nobody, und nobody wants to go back. Und niemand, to this earth. Niemand möchte zurück auf diese Erde. But they have to, because they haven't completed their mission on this earth. Aber sie müssen, denn sie haben ihren Auftrag, den sie hier für diese Erde hatten, noch nicht erfüllt. Somebody may ask, what is my mission? How do I know it? Einige mögen nun fragen, ja, was ist denn mein Auftrag? Wie kann ich dazu kommen, ihn zu kennen? It's whatever you are doing, trying to help other people. Das geht immer auf das hinaus, was tust du, um anderen Menschen zu helfen? One of the greatest, I would say, missions is to be a housewife with the children. Eine der größten Aufträge, die wir haben können, ist eine normale Hausfrau zu sein und Kinder großzuziehen. And why is that? Why is that? Warum ist das so? Because a housewife, a mother, only gives love. Weil eine Hausfrau und Mutter immer nur Liebe gibt. And that is the greatest mission of the whole planet here. Und das is a lot of love. Und das ist die größte Mission, die wir haben können auf diesem Planeten Erde hier, Liebe zu geben. And it's very strange that people think always when accidents happen. Und es ist sehr seltsam, dass wenn die Menschen denken bei einem Unfall, wenn einer Unfall passiert, that if you had not taken that plane which crashed, dass, you wouldn't have died. Dass wenn du dieses Flugzeug nicht bestiegen hättest, das nun abgestürzt ist, wärest du auch nicht gestorben. We don't think that before we are born into this body of ours. Wir denken nicht daran, dass bevor wir überhaupt in unseren Leib hineingeboren wurden, all your biggest happenings of life here. Alle deine großen Geschehnisse im Leben hier auf Erden. You have accepted. Hast du akzeptiert? For your lessons and learnings, for your mind, for your consciousness. Ja, und zwar für deine Lektionen, die du zu lernen hattest, in deinem Verstand, in deinem Sein. Because consciousness is eternal. Denn Bewusstsein ist eine ewige Sache. And therefore. Und deshalb we can never die. Können wir auch niemals sterben. Therefore we can be influenced also with mind control methods. Und deshalb from outside. Deshalb können wir von der anderen Seite aber auch beeinflusst werden von Bewusstseinssteuerungen. So to protect ourselves. Also um uns selbst zu schützen from outside negative influence. Von äußerlich hineingesteuerten negativen Einflüssen. Number one is awareness that you know this exists. Nummer eins, du musst ein Bewusstsein davon haben, dass es diese Dinge überhaupt gibt. Because the mind, the energy of the people. Denn das Bewusstsein, die Energie der Menschen, is the biggest power in the world. Ist die größte Kraft in der Welt. If you remember Yugoslavia situation was NATO was bombing for 3 days. Wenn du dich erinnerst an die Situation in Jugoslawien, als die NATO Serbien bombardierte. Nothing happened until thousands and thousands of people went to the streets. And their energy changed the situation. Milosevic went down. Es ist nichts passiert, bis dann tausende von Menschen auf die Straße gingen und deren gebündelte Energie hat dann was bewirkt. If you think of the time we have here, some people die young, get out of their body young. They can't die, but they get out of their body. Wenn du an die Zeit hier denkst, die wir haben, einige Leute sterben als junge Leute und gehen aus ihrem Leib. Very, very old. Und einige andere werden sehr alt. It depends on the lessons and learnings that psyche had. Es hängt von den Lektionen und dem Lernen ab, das dir noch bevorsteht, was du absolvieren musst. I'll give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. I have been in deathly situations many, many times. Ich war schon oft in tödlichen Situationen. For instance, I thought I was still young. I was in Ibiza and rented a motorbike. Also ich war in, where in Ibiza? Ibiza in Spain. Ja, ich war in Ibiza in Spanien und bin mit einem Motorrad gefahren. And I thought that I can drive like I did when I was 15. Und ich dachte, ich kann halt so fahren, wie man fährt, wenn man 15 ist. I put it on full blast, and instead of it going straight, it went straight up into the air.
also voll aufgedreht und bin dann, ich dachte, auf der Straße. Meters. Und ich bin aber hochge. And I start falling down, and I thought, that's it. Und ich bin rückwärts wieder runtergefallen, also die Maschine ist so hoch und ich dachte, jetzt ist es geschehen. But something strange happened. Aber etwas sehr Seltsames passierte. It stopped in the mid-air, which according to laws of physics is impossible. Mitten in der Luft hat das Ding Halt gemacht. Es ist nach physischen, made a 90-degree turn and fell down. Nach physischen Gesetzen völlig unmöglich und hat einen Knick von rechten Winkel gemacht und bin wieder auf die Erde gekommen. So some sort of energy interfered. Also irgendeine Art positively. Von Energie, einer positiven Energie, ist hier eingeschritten. The same happened in Lapland. I was inspecting a hospital. Dasselbe I was driving 100 kilometers an hour. Dasselbe ist in Lapland passiert, als ich ein Krankenhaus besuchte. Ich musste hunderte von Kilometern durch Lapland fahren. And an elk jumped. Und eine, from the woods towards my car. Und ein Elch kam aus dem Wald und sprang auf mein Auto. And he was about 1 meter away, and I thought we're going to crush both of us. Und er war ungefähr 1 Meter entfernt von mir, und ich dachte, ja, jetzt ist es passiert, jetzt kommt's dann. It weighs 400, 600 kilos. Und dieses Viech wiegt ungefähr 600 Kilo. And there came an invisible energy between the elk and my car. Und da kam, that threw it back to the woods 3-4 yards. Now, how do you explain that? Ja, okay, also es kam eine plötzliche unsichtbare Kraft zwischen mich und den Elch, und den Elch hat's zurückgeschleudert in den Wald. It landed on 4 feet and, you know, went like this. Like, what happened? Und ist aufgekommen, and I just, you know, shivered and went. Und ist aufgekommen auf seine 4 Füße und hat sich noch ein bisschen geschüttelt und hat sich dann getrollt. So that just shows that you cannot die, get out of your body until your mission is over. So das zeigt, du kannst nicht sterben, ehe nicht deine Mission, die du hier zu erfüllen hast, erfüllt ist. Somebody always, always protects you. Somebody protects you. Ja. Es gibt jemanden, der dich schützt. There are many other examples. Und es gibt viele andere Beispiele, which show, welche zeigen, that, every one of us dass jeder von uns a path to go. Muss einen Weg gehen, der vor ihm liegt. And that path, und dieser remember, Weg, you have accepted. Diesen Weg, du musst dich daran erinnern, den hast du selbst akzeptiert. So when something negative happens, the first question is, so, what am I to learn about this? So wenn etwas Negatives passiert, ist doch die erste Frage die, was lerne ich daraus? Oder was soll ich daraus lernen? I'll tell you one more thing that taught me that obedience maybe to the universe is very important. Ich sag dir noch eine Sache, dass der Gehorsam, obedience to the universe. Obedience, ja. You obey. Ja, also Gehorsam dem Universum gegenüber ist eine ganz wichtige Sache. I was going to New York to listen to David Bohm at American Society for Psychical Research 100-year festival. Also ich bin nach New York gegangen, um einem amerikanischen Wissenschaftler zuzuhören, zu lauschen. And I have studied writing, automatic writing. Ich habe alle seine medizinischen Schriften studiert. But automatic writing is not medicine, because automatic writing is you go into trance. Aha, and something, an energy takes over your hand and you write. Ja, das ist also ein automatisches Schreiben. Jemand übernimmt dich und du schreibst so, wie der dich übernommen hat, es macht. My deceased grandmother claims to be the person who influences me in writing. Also, the deceased. My dead. Aha, also the energy of my dead grandmother. Aha, die Energie meiner verstorbenen Großmutter, die beanspruche ich dafür, zuständig zu sein, dass sie mich übernommen hat. And my writing said, und, you're not going to go to New York. Und so wie ich das niedergeschrieben habe, lese ich dann, nein, du gehst nicht nach New York. I thought, why not? I paid the ticket. Und ich sagte, ja, warum nicht? Ich habe doch schon das Ticket bezahlt. And the writing said, you're trying to change your destiny, and right now it's not possible. Und dann schrieb ich weiter, jetzt versuchst du deinen Zielort zu ändern, aber ich sagte, es ist nicht möglich. On the 9th of March, am 9. März, in 1995, I jumped on the car.
1995 bin ich aus dem Auto gesprungen. To what? To go skiing. Um Ski zu fahren. A few days before I should have gone to New York. Und zwar ein paar Tage bevor ich nach New York gehen sollte. And a bus was driving behind me. New snow. I started sliding. Also ein Bus war hinter mir und es war Schnee und ich fing an zu schlittern. And the last thing I thought was, I hope it doesn't crush me. Und das Letzte, was ich dachte, ich hoffe nur, dass er mich nicht zu much macht. That's exactly what happened. The bus driver was a teacher with 40 kids. Das and war, had to make a decision to drive over me or go to the woods with the children. Also das ist jetzt genau das, was passierte. Der Bus, der ins Schlittern kam, der Fahrer hatte 40 Kinder hinter sich oder im Bus und die einzige Entscheidung war für ihn entweder mich überrollen oder zur Seite und dann irgendwie abkippen. When I wake up after being unconscious for as it later found out. Als ich aufwachte, ich war also bewusstlos geworden, dann habe ich herausgefunden. About half an hour. Ungefähr eine halbe Stunde. I see a little entity like this, sah ich ein kleines Wesen, wie so groß ungefähr. Giving prana treatment to me, to my body like this. Und hat, and I couldn't understand what he was doing and who it was. Und hat mir eine Behandlung verabreicht. What kind of treatment? I was bleeding inside. And ah ja, ich war innerlich verblutet und er hat über mir irgendeine Behandlung gemacht. And I had never seen a being like that. It looked like an ET, extraterrestrial. Ich habe so ein noch nie gesehen. Es sah aus wie ein ET, also exterritorial. And when the ambulance came and everybody, I said, take this one too to the ambulance. Aha. Und wenn and they looked at me and they said, she's hallucinating. She hit her head. Also als die Ambulanz dann angefahren kam, habe ich ihnen gesagt, bitte nehmt diesen da mit ins Krankenhaus. Und sie haben mich angeschaut, wie wenn ich Halluzinationen hätte. I was so badly hurt that I was on sick leave for 2 years. Ich war so schwer verletzt, dass ich für 2 Jahre krank and war. I did not fly to New York. Und ich bin nicht nach New York geflogen. So, one can ask, so why kann, did this happen? Man kann nun fragen, warum passierte das? I asked in automatic writing after a month, also and I got the writing. Ich habe wieder dieses automatische Schreiben, das mir eigen war, befragt. And the text I got, you still have not learned the lesson of obedience. You would have died if we had not interfered. Aha. And given you a new chance to do und, your life's work. Und die Antwort war, ja, du hast eben immer noch nicht die Lektion des Gehorsams gelernt. Du wärest gestorben, wenn du gefahren wärest. Oder, ja. So there are very, very strong energies in the universe. Es gibt also im Universum wirklich sehr starke Energien. And you can all, we all can get help if we want to. We just have to ask. Und wir alle können Hilfe bekommen, wenn wir nur möchten. Wir müssen nur darum bitten. And when somebody is dying of cancer or und wenn jemand stirbt an Krebs, whatever the disease, oder an welcher Krankheit immer, you can be sure that even if that would be induced, dann kannst du sicher sein, dass selbst wenn diese Krankheit hervorgerufen wurde durch jemand anderen, it is anderen, in your destiny. Es ist innerhalb deiner Bestimmung. And to sum it up, um es jetzt abzuschließen, there are many, many stories, and I know that many of you have denn es gibt experiences. Noch viele, es gibt noch viele Geschichten mehr, und ich weiß, dass viele unter euch ähnliche Dinge schon erlebt haben. Because according to Gallup, 67% of people in different countries. Denn nach der Gallup-Umfrage sind 67% der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern. They have paranormal experiences of telepathy, clairvoyance, solche, or contact with the dead. Ja, solche, die diese Erfahrung haben, um Telepathie oder Déjà-vu-Erlebnisse und so weiter. And to think of those who negatively try to destroy us. Und wenn wir jetzt über die nachdenken, die in einer negativen Weise versuchen, uns zu zerstören. Because the elite has plans to get rid of 2/3 of world population. Denn diese Elite oder deren Elite hat Pläne, 2/3 der ganzen Menschheit auszumerzen. With electronic warfare, chemical warfare, psychological warfare. Mit elektronischem Kriegsführung, mit psychischer Kriegsführung und chemicals. Mit chemischer Kriegsführung. And the only way I think we can stop them. Und der einzige Weg, wie wir diese Leute stoppen können, wenn wir uns dran machen. Because none of us want our children to be robots for the
supercomputers and the elite. Denn niemand von uns möchte, dass unsere Kinder biologische Roboter für diese Leute werden. The only way to do is to send them love and light. Der einzige Weg ist, dass wir ihnen Liebe und Licht senden. It may be very difficult sometimes when they're harassing you very much. Das mag wirklich manchmal sehr schwierig sein, wenn sie uns schikanieren. But I would urge all of you here. Aber ich all möchte, of you, ich möchte, at least 1 minute a day to send them love and light. Ich möchte, 1 minute a day, it's not much. Ich möchte aber in jeden von euch hier dringen, dass ihr wenigstens eine Minute pro Tag dies tut, ihnen Licht und Liebe zu senden. And mentally or mentally, yes, ja, of course, also, with your thoughts. Mit deinen Gedanken. But if you say it, it's ja. Stronger, of course, because the vibrations ja. Of your voice comes also, in addition, but you don't have to talk. Mit deinen Gedanken, wenn du es aussprichst, ist es natürlich stärker, weil da sind Schwingungen gehen damit raus. And there are only 2 things I want you to remember. Und es sind nur noch 2 Dinge, die ich möchte, dass ihr im Gedächtnis behaltet. Forever. Und zwar für immer. There is no death and we are not alone in the universe. Es gibt keinen Tod und wir sind nicht allein in diesem Universum. And love and light is the answer. Thank you. I didn't get you. Love and light. Ah, Liebe und Licht sind die Antwort. Okay, thank you. Ich fasse noch mal zusammen, was ich vom Thema selber herausgehört habe. Das sind also Apparate, habe ich verstanden, und Methoden zur Überwachung und Veränderung von Gehirnwellen. Aus der Entfernung habe ich verstanden. Methoden, mit denen mentale, emotionale und physische Bewusstseinszustände in menschliche Wesen induziert werden. Habe ich das richtig verstanden? Methoden und Apparate zur Herbeiführung erwünschter Bewusstseinszustände. Unglaublich, was wir hier zu hören bekommen, nicht? Wollen wir das? Wollen wir nicht. Aber ich danke, dass Sie uns darüber aufgeklärt haben. Es ist wie Science Fiction. Ja? Es ist wirklich so, mich hat einer dieser Sätze besonders beeindruckt, wo sie sagt, alles, was wir zu hören bekommen, das Fußvolk, ist schon 50 Jahre alt. Ich kann das immer besser nachvollziehen. Ich möchte zu den übrigen Inhalten, auch für unsere Gäste, die hier sind, die vielleicht etwas ganz anderes erwartet haben, auf diese Symbole hier zu meiner Rechten, zu meiner Linken hinweisen. Wir haben ein gutes Stück Philosophie, ich weiß nicht, vielleicht sogar Religion jetzt gehört. Das war nicht auf dem Konzept, das ich gekannt habe. Aber so ist es eben nun mal. Stimmen und Gegenstimmen. Sie hat uns Dinge gesagt, wir sind davon ausgegangen, der schwarze Fleck dort repräsentiert jetzt in diesem Fall, in diesem Thema, ein Fleck ist das Thema Mind Control, das andere ist das Thema der anderen Referenten. Wir wollen einen schwarzen Fleck hell machen. Wir laden eine Referentin ein und jetzt beginnt sie zu sprechen. Und die Wirkung kann ganz verschieden sein, je nachdem, woher du kommst. Vielleicht bist du heute aus einem richtig typisch christlichen Lager gekommen. Dann hast du vielleicht irgendein Bild fast auf den Kopf gestellt, vielleicht wie das da hinten, das symbolisiert jetzt der helle Fleck. Vielleicht ist das Thema Mind Control völlig abgedeckt für dich und das andere Weltbild steht jetzt auf dem Kopf. Jetzt spricht plötzlich jemand von Reinkarnation, gibt es rundherum einen anderen schwarzen Balken. Das kann passieren bei der AZK, dass du das eine erklärt bekommst, dafür hast du ein neues Problem. Was mache ich jetzt mit dem schwarzen Viereck? Ja? Andere kommen schon aus der Richtung, die haben vielleicht einen guten Teil davon schon gedeckt. Oder dann sieht es so aus, das sind Symbole, die immer wieder daran erinnern, wir sind nicht hier, um zu sagen, alles, was ihr hier hört, müsst ihr einfach schlucken. Das ist die Wahrheit. Wir sind gekommen, um zu sagen, Stimmen und Gegenstimmen. Und wir wollen an die Mündigkeit in jedem einzelnen Menschen appellieren, du selber nimmst das Gute und bewahrst es bei dir und was du nicht schlucken kannst, lass es einfach beiseite. Lass es einfach beiseite, richte niemand für das, was er sagt, sei dankbar für das, was hell geworden ist, dass dieser schwarze Fleck beseitigt wird. Für das andere gibt es wieder einen anderen Moment, wo das aufgearbeitet wird.
Ich möchte auch hier wieder sagen, wenn wir das nicht wollen, was wir gehört haben, wenn wir nicht zu irgendwelchen menschlichen Robotern gemacht werden wollen, lasst uns das Netzwerk bilden, lasst uns den Gegenpol bilden. Ich denke eben mit Licht und Liebe, wie sie sagt, Liebe und Licht, ich denke ein Teil des Lichtes ist die Aufklärung, das was sie heute gemacht hat. Die Menschen brauchen Licht, wir werden mental angegriffen, die Kriegsführung ist, sie wollen unsere Seele. Ja? Es ist nicht wie in alten Kriegen, wo es nur darum ging, den Leib zu töten. Es geht jetzt um den Kampf der Seele, also brauchen wir Waffen des Lichts. Wir brauchen Waffen des Geistes, Waffen der Aufklärung, Waffen des ja, es muss bloßgelegt werden, was da ist. Die Menschen müssen beim Namen genannt werden. Das hat Frau Doktor hervorragend gemacht. Sie hat genau gesagt, da, da, da und da, so heißen diese Menschen. Und dann können wir allmählich, wenn wir ein Netzwerk bilden, wenn das Volk, der wahre Souverän der Demokratie, wieder zusammen wirklich ein Netz bildet, ein verbindliches, ein wirklich verbindliches, werden wir das überwinden.